Ich habe mein Leben lang in Wladiwostok gelebt. Aber dass da draußen auf dem Meer diese Boote fischten, war mir neu. Vor 2 Jahren tauchten sie plötzlich in Wladiwostok auf. Überall an der Küste sieht man gestrandete Boote. Wladiwostok, Hauptstadt des fernöstlichen Russland. An den Stränden dieser Region sind die Geisterschiffe aus Nordkorea die Hauptattraktion für die Liebhaber skurriler Motive. Nur ein paar persönliche Dinge zeugen davon, dass an Bord vor kurzem noch Leben herrschte. Koreanische Verpackungen und alles, was man zum Fischen braucht. Für Experten sind diese Wracks jedoch kein Amüsement, sondern eine echte Bedrohung. Das Hauptproblem bei den nordkoreanischen Schiffen sind die sogenannten Treibnetze. In Russland sind sie verboten. Das Gefährliche daran ist, dass sie einfach alles fangen. Alle Meerestiere, alle Fischarten, alle Säugetiere und Seevögel. Sergei Trubulis ist Taucher. Auf seinen Tauchgängen stößt er regelmäßig auf solche Netze. Letztes Mal sah ich eins mit 200 Meter Länge und 50 bis 60 Meter Breite. Heutzutage gehen viele Leute tauchen. Und auch Taucher arbeiten unter Wasser. Wenn man sich in diesen Netzen verfängt, kommt man da nicht immer lebend wieder raus. Eine Gefahr für die Taucher, aber auch eine Bedrohung für das ganze Ökosystem. In Russland und in vielen anderen Ländern verbieten Gesetze diese Netze, die mehrere Kilometer lang sein können. Die Wildfischer aus Nordkorea entsorgen sie nach Gebrauch. Sie holen die Netze ein, entnehmen den Fisch und schmeißen die Netze dann ins Meer. Eine barbarische Fangmethode. Was wohl aus der Besatzung wurde? Wie schaffen sie es mit Booten aus geteertem Holz und mit Schiffsschrauben aus Plastik übers Meer, um dann 500 Kilometer von der Grenze Nordkoreas entfernt zu stranden? In Wladiwostok beobachtet ein Mann seit Jahren ihr Kommen und Gehen genau. Professor Vyacheslav Dubina erforscht, welche Abläufe die Ökosysteme der Meere beeinflussen. Dafür nutzt er Satellitenbilder. Seit 2013 beobachten wir ein massives Eindringen nordkoreanischer Fischer in die Wirtschaftszone Russlands. Das ist die Seegrenze der Russischen Föderation. Und diese Linie hier begrenzt den nordkoreanischen Wirtschaftsraum. Und diese hier den von Südkorea. Und diese hier den von Japan. Und das hier ist das neutrale Gebiet. Hier dürfen die Fischer aus aller Welt fischen. Kurzum, Schiffe aus anderen Ländern dürfen diese Wirtschaftszonen zwar durchqueren, aber nicht fischen. 2013 bis 2014 beschränkten sich die nordkoreanischen Fischer auf den Süden unserer Wirtschaftszone. Aber seit letztem Jahr fuhren sie immer mehr gen Norden und näherten sich der Grenze der russischen Hoheitsgewässer bis auf 12 Seemeilen. Professor Dubina will uns auch ihren Heimathafen zeigen, in Nordkorea. Hier liegen Holzboote aneinandergereiht, dicht an dicht. Es sind mehrere Tausend. Das hier sind Boote aus Metall. Und das da sind kleine Holzkähne. Sie bewegen sich auf die denkbar sparsamste Art. Das heißt, die großen Boote ziehen mehrere kleine hinter sich her. Die kleinen entladen ihren Fang auf die großen Boote und erhalten von ihnen alles, was sie brauchen. Netze und Benzin. Letztes Jahr war die Wetterlage sehr günstig. Da leuchteten in unserer Wirtschaftszone nicht weniger als 3000 Lichtpunkte. Es ist nicht klar, ob ein Lichtpunkt einem Boot entspricht, denn sie liegen oft dicht beieinander, sodass sich ihre Lichter bei dieser Bildauflösung vermischen. Auf diesen nächtlichen Satellitenbildern schlummert Nordkorea in der Dämmerung, während in seinem Meeresgebiet große Aktivität zu erkennen ist.
tausende Boote, losgeschickt zum Fischen, um das Überleben der maroden Wirtschaft Nordkoreas zu sichern. In den japanischen und russischen Gewässern fischen sie illegal. Bei Sturmwarnungen finden sie in den fernöstlichen Buchten Russlands Zuflucht. Laut dem Seeabkommen über den Schutz von Schiffen in Gefahr darf Russland ihnen den Zugang nicht verwehren. Los, Alexei, raus aufs Meer, rein in die Stiefel. In der Bucht von Olga, 450 Kilometer von Nordkorea entfernt, beginnt an diesem Tag die Saison für Lachsfang im Pazifik. Heute ist der erste Tag, an dem wir unsere Netze auswerfen. Bis jetzt ohne Erfolg. Es war auch sehr windig. Ilja und sein Freund Alexei starten einen zweiten Versuch, um ihre Netze einzuholen. Vor nicht mal 10 Tagen ankerte die nordkoreanische Flotte in dieser Bucht. Schon die beiden Vorjahre war sie dort erschienen. Meistens tauchen sie hinter dem Horizont auf und ankern dann in den umliegenden Buchten. Für diese Fischer sieht der Fang meist mager aus. Ein Weibchen. Das erste dieses Jahr. Alle hier sind sich einig. Seitdem die Nordkoreaner in diesen Buchten ankern, gibt es hier keinen Fisch mehr. Und auch keine Meeresfrüchte. Sie haben alles vom Meeresgrund weggefischt, egal wen Sie fragen. Vor 1-2 Jahren gab es hier noch Krabben. Wir haben Fanglizenzen für Krabben, Garnelen und Seegurken. Aber in den letzten 2 Jahren gibt es das alles kaum noch. Es ist weniger da, die Fischbestände schwinden. Als Ureinwohner aus dem fernen Osten stehen diesen Fischern jedes Jahr andere Fangquoten zu. Diese Saison dürfen sie pro Person 100 bis 200 Kilo Lachs fangen. An den Ufern kontrolliert die Küstenwache, ob sich auch jeder daran hält. Sie stehen dort und kontrollieren jeden einzelnen Fisch. Dabei haben wir doch unsere Notizbücher. Fangen wir 5 Fische, müssen wir das notieren. Aber nein, sie fragen jeden Fischer, der aus dem Wasser steigt, wie viel hast du gefischt? Los, aufschreiben. Das Wildfischen der Nordkoreaner macht diese Fischer noch wütender. Heute stehen an diesem Ufer 4 bis 6 Küstenwächter. Aber wer kümmert sich um die da drüben? Das ist die große Frage. Es scheint, als würden sie bei den Nordkoreanern dort ein Auge zudrücken, aber uns ruinieren wollen. Berechtigte Vorwürfe. Die Küstenwächter sehen, dass wir filmen und sprechen uns an. Wir lassen die Kamera laufen. Guten Tag. Und stellen Ihnen gleich ein paar Fragen. Mit welchen Mitteln kämpfen Sie dagegen? Aber was können Sie konkret tun, wenn da 200 Boote am Fischen sind? Der Küstenwächter versichert uns, alles im Griff zu haben, solange die nordkoreanischen Boote in der Bucht sind. Aber auf hoher See ist das schon schwieriger, sagt er. Dabei sind die Einsätze auf dem Meer letztes Jahr stark gestiegen. Gefilmt vom FSB, der russische Geheimdienst, dem die Küstenwache untersteht. In den 360 Kilometern der ausschließlichen Wirtschaftszone Russlands wildern die Nordkoreaner Tintenfisch. Aber auch Krabben. Manchmal muss die Küstenwache hart durchgreifen. Am 17. September letzten Jahres eskalierte ein Einsatz.
Laut offizieller Version griffen die Wilderer die Küstenwächter an, die mit Schüssen reagierten. Ein Nordkoreaner wurde getötet und 4 Wächter verletzt. Nach langen Verhandlungen mit dem FSB dürfen wir mit der Küstenwache mitfahren, um die beschlagnahmten Schiffe zu filmen. Unter ihrer Beobachtung ankern 7 Metallboote aus Nordkorea in der Reede von Nachodka, 200 Kilometer von Vladivostok. Weil wir vom ausländischen Fernsehen sind, dürfen die Küstenwächter nicht mit uns sprechen und wir müssen ihre Gesichter verbergen. Aber die Anwesenheit nordkoreanischer Crews auf diesen Schiffen macht uns stutzig. Wir befragen den Einsatzleiter, unseren zugewiesenen Begleiter. Wie lange ankern die schon hier? Kommt drauf an. Sind das alle, die diesen Sommer festgenommen wurden? Worauf warten Sie? Auf das Ende der Ermittlungen. Wie werden Sie versorgt? Das Generalkonsulat von Nordkorea versorgt Sie mit Essen, Wasser und Benzin. Dafür ist das Konsulat zuständig, nicht die Küstenwache. Das heißt, wenn das Konsulat Sie nicht versorgt, tut das keiner? Der Konsul besucht Sie hier. Er muss das alles organisieren. Wie das wirklich abläuft, weiß ich nicht, aber so sollte es sein. Diese Antworten erscheinen uns nicht sehr überzeugend. Als wir das Treiben auf diesen Booten beobachten, fallen uns mehrere Details auf. Vor allem, dass die Besatzung mehr Wasser schöpft, um sich zu waschen. Wir wollen mehr über ihre Haftbedingungen erfahren. Begleitet von einem Übersetzer beschließen wir, sie anzusprechen. Guten Tag. Kommen Sie aus Nordkorea? Ja, was gibt's? Wie lange ankern Sie schon hier? Keine Ahnung. Einen Monat? Länger. Seit dem 6. schon über einen Monat. Kriegen Sie irgendwelche Hilfe, Nahrung oder Vorräte? Nein, nein. Kein Essen, kein Alkohol und keine Zigaretten. Hilft das nordkoreanische Konsulat Ihnen nicht? Nein. Unsere Nahrung reicht höchstens noch für 10 Tage. Doch diese Männer sind misstrauisch, vor allem der mutmaßliche Kapitän. Warum filmst du hier? Hilft das Konsulat Ihnen gar nicht? Bist du aus Südkorea? Mehr erfahren wir nicht. Wir verschwinden lieber. Für organisierte Wilderei in der russischen Wirtschaftszone drohen ihnen bis zu 5 Jahre Haft. Aber weil sie auf uralten Barkassen fischen, ist der Preis manchmal noch höher. Hier liegt ein Ausländer, ein Nordkoreaner, nicht identifiziert. Man zog ihn im August 2019 aus dem Wasser. Wladimir Goruchowski leitet eines von 2 Bestattungsunternehmen in Olga. Auf dem Friedhof der Stadt beerdigte er schon 2 angeschwemmte Leichen von nordkoreanischen Fischern. Er hier ist die Nummer 1, dann kommt Nummer 2, Nummer 3 und so weiter. Überall entlang der Küste steigen sie wieder auf, dort wo der Strom sie hintreibt. Manchmal finden wir Knochen oder Teile von Leichen. Keine DNA-Entnahme vor der Beisetzung. Keine Chance, jemals die Identität oder die Umstände des Todes zu erfahren. Diese Leichen interessieren weder Nordkorea noch Russland. Wladimir hat die Bestattung auf eigene Kosten organisiert.
Ich versuchte, die zuständigen Behörden zu erreichen, mit Erfolg. Ich bat sie um die Verbindung mit dem nordkoreanischen Konsulat, mit der Botschaft oder mit einem russisch-koreanischen Freundschaftsverein. Da sagte man mir gerade heraus, warum sammeln Sie die auf? Lassen Sie sie dort, wo sie sind. Wie viele dieser Wilderer wohl entlang der russischen Küsten starben? Russland kommuniziert keine Zahlen. Für Russland und für Nordkorea gibt es diese Toten nicht. Um zu verstehen, warum diese Fischer außerhalb der eigenen Grenzen ihr Leben riskieren, reisen wir auf die andere Seite der koreanischen Halbinsel, nach China, in die Grenzstadt Dandong. Sie liegt an der Mündung eines Flusses, der gut einen Kilometer breit China von Nordkorea trennt. Folgt man seinem Lauf, geht das nordkoreanische Ballungsgebiet Sinuiju allmählich ins Ländliche über. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Ihr Fortbewegungsmittel ist vor allem das Rad. Autos gibt es kaum. Die Mofas sind Armeefunktionären vorbehalten, denn Benzin ist kein Produkt für gewöhnliche Leute. Es ist ein von der Armee kontrolliertes Produkt. Die meisten Leute können kein Benzin kaufen, auch die Reichen nicht. Die Radfahrer sind also ganz gewöhnliche Leute und relativ wohlhabend. Unser Reiseleiter weiß viel über das geheimnisvolle Leben der Nachbarn gegenüber. Seine Familie lebt seit Generationen an der Grenze. Die Leute an den Ufern da drüben sind nordkoreanische Fischer. Sie gehören zu einer Produktionseinheit. Die Soldaten am Ufer sind da, um die Fischer zu überwachen, damit sie nicht abhauen. Sie beschimpfen uns. Wir müssen weg. Weg hier, weg hier. Sobald wir in Sicherheit sind, verrät der Reiseleiter uns noch mehr. Diese Leute gehören zur Armee. Wenn sie dich filmen sehen, werfen sie mit Steinen nach dir. Die Fischer übergeben all ihren Fisch der Produktionseinheit, die sie wiederum der Armee gibt. Die Einheit notiert den Arbeitsanteil der Fischer. Verkauft die Armee diesen Fisch oder isst sie ihn selbst? Sie konsumiert ihn selbst. Die Politik für eine erfolgreiche Armee verlangt eine wohlgenährte Armee. Die Produktionseinheit funktioniert nach dem kommunistischen Modell. Die Verteilung der Nahrung ist abhängig von der Arbeit. Jeder erhält eine Ration von 150 Gramm pro Mahlzeit. Wissen Sie, wie viel 150 Gramm Reis sind? Nicht mehr als das hier. Die Armee zieht großen Nutzen daraus, denn das ganze Volk dient ihr. So sieht sie aus, ihre Politik für eine erfolgreiche Armee. Die Fischerei in Nordkorea liegt also in der Hand der Armee. In Dandong bestätigen uns auch weitere Quellen diese Information. Wächter, Geschäftsmänner und Waren eilen jeden Tag über diese Auto- und Eisenbahnbrücke, die die Ufer Chinas und Nordkoreas miteinander verbindet. Trotz eines vom UN-Sicherheitsrat 2017 verabschiedeten Sanktionspakets gehen die Geschäfte zwischen China und Nordkorea weiter. Oft auch im Verborgenen. Aus Nordkorea haben wir Venus- und Herzmuscheln. Aber vor allem erhalten wir Tintenfisch. Sehr viel Tintenfisch. Auf dem Großmarkt von Donggang im Süden von Dandong verkaufen sie immer noch Meeresfrüchte aus Nordkorea, auch wenn sie eigentlich unter die Sanktionen fallen.
Das sind dreieckige Venusmuscheln aus Nordkorea. Das hier ist das Fleisch von Messermuscheln. Mit Nudeln gefüllte Messermuscheln und Jakobsmuscheln. All diese Produkte stammen aus dem Ostmeer. Wir haben sie selbst mit unseren Booten gefischt für den Verkauf hier. Mit Ostmeer meint man hier das Meer von Nordkorea. Die chinesischen Schiffe fischen dort in ganzen Flotten. Unser Land hat ein Handelsabkommen mit Nordkorea. Wenn wir ein Schiff schicken, geben sie uns eine Lizenz. Was kostet so eine Lizenz? Was das kostet? Keine Ahnung. Das ist eine langjährige Zusammenarbeit. Ich brauche deine Produkte und du meine. Der Unternehmer geht lieber nicht so sehr ins Detail, denn dieses Geschäft ist eigentlich illegal. Zum Ausgleich für die fehlenden Devisen, auf die Nordkoreas Wirtschaft angewiesen ist und die seit den Sanktionen ausbleiben, verkauft das Land seine Fischereibestände an China. Der Großteil dieser Lizenzen wird in der Hafenprovinz Shandong verkauft, der Drehscheibe für die Produktion von Meeresfrüchten in China. Wegen der Überfischung ist ihr Meer jetzt leer. Es gibt darin keine auf dem Markt so begehrten großen Fische mehr. 75% der lokalen Produktion stammt aus der Aquakultur. Den Rest fischen sie im Ausland. Diese Art Schiff mit diesem Lichtsystem ist extra für den Tintenfischfang gebaut. Da dies hohe Kosten verursacht, rutscht es ins Defizit, wenn es nicht genug Gewinn macht. In China gibt es sehr wenige Ressourcen, deshalb fischen sie alle da drüben. Vor einigen Jahren wollte der Fischimporteur Li Qian auch eine Fanglizenz für Nordkorea erwerben. Damals organisierte die Verwaltung für lokale Fischerei sogar Verlosungen. Jeder konnte dahin, man musste sich nur eintragen. Dein Name stand auf der Liste der Fischereiverwaltung. Du bist zur Versammlung gegangen und hast dein Los gezogen. Aber heute machen sie das nicht mehr. Wer heute in Nordkorea fischen will, der kauft eine Lizenz und basta. Li Qian verzichtet lieber darauf. Denn das Geschäft kann zwar sehr einträglich sein, doch es ist ihm zu riskant. Erstens ist die Lizenz sehr teuer. Und dann zahlst du auf den Fang noch Kommission. Bei einer Tonne verdienst du 10.000 Yuan. Davon musst du ihnen 2.000 abgeben. Dann gibt es noch eine Regel. Wenn du in Nordkorea fischst, musst du auch Nordkoreaner auf deinem Schiff anstellen. Und denen musst du ein Monatsgehalt zahlen. Aber das Geld kriegen nicht sie, das kriegen die nordkoreanischen Behörden, die Botschaft, das Konsulat. Die Ressourcen von Nordkorea und auch von Südkorea sind in den letzten Jahren gesunken. Selbst wenn du also mit einer Lizenz rausfährst, machst du nur wenig Gewinn. Erst recht dieses Jahr. Die zurückgekehrten Kapitäne haben gesagt, dass es eher mau war. Sie haben zu wenig gefangen. Um seine Fischereibestände zu bewahren und sie weiter an China verkaufen zu können, fischt Nordkorea immer weiter draußen. Die geheimen Abläufe der Wilderei tauchen in keiner Statistik auf. Weder in einer ökologischen noch in einer humanitären. Nirgendwo auf der Welt tummelte sich bislang so viel Leben wie in diesem Teil des Pazifiks. Doch es wird immer weniger.